Man holte uns von überall her, manche gegen ihren Willen. Hatten wir die Uniform erst einmal an und standen in Reih und Glied, befahl uns der Korporalstock jeden Schritt und jeden Griff. So drillte man uns, bis wir 64 Gewehrgriffe beherrschten und mit 78 Schritt in der Minute ins Gefecht ziehen konnten. Der Fahne folgend gehorchten wir Grenadiere unserem König bis in den Tod. Es war die Zeit der Lineartaktik. Damals konnte militärische Disziplin noch gar nicht anders aussehen. Sie entsprach der Art der Bewaffnung, der Notwendigkeit des Gefechts, der sozialen Struktur und der Staatsordnung. Als man uns rief, eilten wir zu den Fahnen. Die Kaserne aber stellte unsere Liebe zum Vaterland auf eine harte Probe. Man hatte nämlich noch nicht überall erkannt, dass die Zeit der Lineartaktik und des Untertanenstaates vorbei war. In der Gefechtsausbildung aber bemühte man sich schon um neue Formen. Denn die Technik schlug schon 1914 einen neuen Takt an. Freund und Feind mussten umlernen. Langemarck, Douaumont, Cambrai. Der Frontsoldat des Ersten Weltkrieges kämpfte und starb für sein Vaterland. Am Ende dieses Krieges wurde die militärische Disziplin von der aufgelockerten Kampfform bestimmt. In ihr fiel den einzelnen, oft isolierten Gruppen und ihren Vorkämpfern die Aufgabe zu, selbstständig entscheidend einzugreifen. Während früher in der Zeit der Lineartaktik das Gefecht nur wenige Stunden dauerte, waren wir im Ersten Weltkrieg der mörderischen Zerreißprobe mitunter wochen- und monatelanger Schlachten ausgesetzt. Früher war es richtig und notwendig, dass sich der Einzelne in der Linie diszipliniert unterordnete und Kommandos ausführte. Nun aber bedeutet militärische Disziplin etwas anderes, nämlich Einordnung durch Einsicht und freiwillige Pflichterfüllung. Wir waren zunächst 100.000 Mann. Die deutsche Wehrmacht wurde nach modernen Gesichtspunkten aufgebaut. In einer Zeit politischer Hochspannung standen wir zur Wahrung des Reiches an den Grenzen bereit. Bis dann eines Tages... In der dunkelsten Zeit unserer Geschichte ein totalitäres System, totale, bedingungslose Disziplin von uns forderte. Es ließ nicht einmal das Gewissen gelten. Die meisten Soldaten aber hielten auch weiter an den traditionellen sittlichen Inhalten der Disziplin fest. Gleichzeitig aber mussten wir auf soldatische Notwendigkeiten antworten, denn... Der Motor bestimmte eine neue Form der Disziplin und forderte von jedem Einzelnen vermehrt selbstständiges Denken und selbsttätiges Handeln. Nebelkreier Winnetou, Nebelkreier Winnetou, pass auf! Überholte Infanterie hinter dir, pass auf! So sprach der Soldat auch mit seinem Vorgesetzten. Aus Kameradschaft und Gehorsam war eine neue Form der Gefechtsdisziplin entstanden. Zuletzt wussten wir nicht mehr, was rechts und links von uns war. Aber das Leben ging weiter. Die Technik bestimmte das Gesicht unserer Zeit. Sie brachte uns einen schnellen Aufbau, aber auch die Notwendigkeit, uns auf eine neue Weise diszipliniert zu verhalten. Das erleben wir täglich im Straßenverkehr. Tanzt einer aus der Reihe, gefährdet er alle. Deshalb verlangt die Verkehrsdisziplin von jedem Einzelnen von uns Umsicht, Einordnung und Einsicht. Das Gleiche gilt auch für mich als Soldat. Über Ätherwellen, durch das geschriebene Wort, durch Parolen, mit den raffiniertesten Methoden versucht der Gegner schon heute im Kalten Krieg den Einzelnen, besonders den Soldaten, aus seiner Gemeinschaft herauszureißen, Geist und Herz zu zersetzen und die Verteidigungsbereitschaft zu schwächen. Hat er das erst einmal erreicht?
Damit niemand wagt, diesen Krieg zu entfesseln, müssen wir gerüstet sein. Gerüstet für das moderne, das atomare Gefecht. Es fordert Haltung, mehr noch die innere als die äußere. Es fordert Härte. Moderne Gefechtsdisziplin ist härter als je zuvor. Denn je entscheidender die Technik im Krieg, desto wichtiger der Mensch. Er muss seine Angst überwinden und seelische Belastungen durchstehen. Er muss, wenn er in Zweifel fällt, einen klaren Blick behalten. Er muss hart sein, gerade im heißen Gefecht. Hart an Geist und Körper. Aber trotzdem ein Mensch, ohne Rache und Hass, der weiß, wofür er kämpft. Das moderne Gefecht ist total, in seiner technischen Perfektion, seinen psychologischen Kampfmethoden und seiner Unüberschaubarkeit. Es fordert von jedem die Fähigkeit mitzudenken, im Team zu handeln und auf sich selbst gestellt zu entscheiden. Nur so kann die eigene Technik überlegen eingesetzt, können die massiven Durchbrüche des Gegners elastisch aufgefangen und zurückgeschlagen und auch der psychologische Angriff erfolgreich abgewehrt werden. Die drei Grundelemente zeitgemäßer soldatischer Disziplin heißen Vertrauen in die Führung, in Wert und Kraft der eigenen Sache, in sich selbst, Verantwortung und Gehorsam. Die wichtigste Grundlage einer disziplinierten, schlagkräftigen Armee aber ist die Kameradschaft. Sie bewährt sich im kalten und im heißen Gefecht. Sie erhält ihren tiefen Sinn durch die Partnerschaft zwischen den Staatsbürgern mit und ohne Uniform im Frieden und, Gott verhüte es, im gemeinsamen Leid. Die Kameradschaft findet ihren stärksten Ausdruck in der Verteidigungsgemeinschaft der freien Völker. Frieden, Freiheit und Recht sichert die NATO. Wir helfen dabei durch unsere Einsatzbereitschaft, durch unsere freiwillige Disziplin.